Mr. Schnitz Bildhauer Schnitzeisen Set. Darum geht es heute hier in diesem Video. Schön, dass du mit eingeschaltet hast. Das Ganze ist natürlich als Werbung gekennzeichnet, weil dieses Video keinen anderen Zweck hat, als dass diese Produkte natürlich auch ihren Käufer finden. Ich bewerbe das Ganze hier mit. Herr Spangler ist der Mann, der das Ganze vertreibt. Du findest das, wenn dich das interessiert, direkt unterm Video im ersten Link. Da geht es zu diesem Shop, wo du diese Schnitzeisen kaufen und bestellen kannst. Und wir haben das zusammen ausgewählt. Ich habe diese Stichbilder ausgewählt und Herr Spangler macht diesen ganzen Ablauf und den Vertrieb entsprechend. Und von Stubai kommt die ganze Sache eben, die das gefertigt haben. Das sind handgefertigte Eisen. Also wundert dich dann auch nicht, wenn hier mal ein Eisen ein bisschen gelb ist und das andere ist etwas bräunlicher. Da gibt es eben diese Unterschiede und auch mal vielleicht eine scharfe Kante oder sowas ist. Und das hier außen eben noch schwarz ist. Das sind einfach so Produktionsabläufe, aber dafür wirklich in sehr guter Stahl. Wir sind davon überzeugt, haben das eben auch bewusst so ausgewählt. Ich arbeite gerne mit diesen Stubai-Werkzeugen und wie gesagt, schon jahrelang immer wieder in den Videos, die ich hier auch zeige, auf diese Werkzeuge hingewiesen, auf die entsprechenden Stichbilder. Das ist so meine Grundausstattung, mit der ich gerne arbeite und das kann ich dir hier gerne weiterempfehlen. Also unterm Video wirst du direkt dahin geleitet in dem ersten Link, der oben ist. Und deshalb ist das Ganze eben auch als Werbung gekennzeichnet, weil wir einfach dazu rechtlich verpflichtet sind. Dann lass dich davon nicht irritieren. Ist eine gute Empfehlung. Wie gesagt, ich arbeite selbst damit. Wenn dich das sogar interessieren sollte und du gerne hier damit arbeiten willst, kannst natürlich auch mich kontaktieren, dass wir hier einen Kurs gemeinsam durchführen. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dem Video, was ich zeige von diesen Werkzeugen. Dann viel Spaß beim Zuschauen. Wir haben jetzt hier also 15 Werkzeuge der Firma Stubai liegen. Schöne Bildhaueisen sind mit dabei. Insgesamt 15 Stück. Das geht los mit dem Stich 1 12 mm, Stich 1 25 mm. Dann haben wir ja den Stich 3 4 mm, 8 mm und 16 mm. Dann geht es weiter mit dem Stich 5. Den haben wir hier als 5 mm. 12 mm haben wir den da. Und dann haben wir hier einen Stich 8 8 mm. Einen Stich 9 3 mm, ein Schnitzmesser in der Rosenmesserform, einen Stich 11 2 mm, einen Stich 11 10 mm und einen Stich 11 18 mm. Da sieht man also schon mal, so muss wirklich ein Bildhauereisen aussehen. Sehr schön massiv und also es weckt bei mir einfach Emotionen. Wenn das nicht gut aussieht, so muss das aussehen, genau so. Es ist darauf hinzuweisen, diese Eisen sind natürlich handgeschmiedet. Also mich spricht ja sowas an. Ich finde sowas klasse, ne? Dass das wirklich noch ein Handprodukt ist. Wo gibt es denn noch sowas? Sonst ist ja alles maschinell CNC gefertigt. Aber diese Spiegelflächen sind wunderbar ausgeschliffen, richtig systematisch und ganz fein durchgeschliffen. Da gibt es überhaupt nichts dafür, dass das Handarbeit ist. Man sieht das hier, hat es der Herr Spangler nachpoliert beim Schärfen. Und diese Spiegelfläche hier ist tipptopp. Also ganz, ganz hervorragend. Genauso muss das aussehen. Auch wenn ich mir das hier mal von der Seite angucke, das läuft richtig schön aus, ja, so wie das sein muss. Das haben wirklich Leute gefertigt, die Ahnung haben von Bildhauerarbeiten, eben aus Österreich, wo eben auch ein traditionelles Land ist, wo man mit sowas schon viel gearbeitet hat. Bildhauerarbeiten, barocke Arbeiten, Katholizismus und diese ganzen Schnitzereien. Man sieht hier noch vom Härteprozess diese entsprechenden Farbverläufe, so in diesen schwarzen Schichten. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass das so ist. Es hat richtig was Rohes, noch so was Handgemachtes. Spricht mich wirklich an in der heutigen Zeit. Also sehr schön auch gefertigt dafür, dass es noch eine Handarbeit ist und dass auch ja, so Kleinserien sind. Man merkt hier und da mal noch so eine scharfe Kante, aber ich meine, wir sind Handwerker. Wenn man da mal feine Schmirgelleinwand nimmt, schleift das nach oder poliert das nach, dann ist das weg. Und wahrscheinlich wird es die meisten überhaupt gar nicht stören, wenn das mal noch eine richtige Kante ist, dann spürt man wenigstens, dass das ein Stahl ist, aber die Qualität,
Darum geht es ja, also die ist wirklich überzeugend. 58 bis 60 Rockwell in Kohlenstoffstahl, genau so muss das sein. Nicht irgendwas Chrom-Vanadium oder sowas, das ist ein sehr guter Kohlenstoffstahl. Haben sie richtig gut zusammengesetzt, das Ganze handgeschmiedet, wie gesagt, kommt aus Österreich, klasse gemacht, das Ganze hinten auch richtig schön stabil mit einer Innenzwinge. Man sieht es hier noch durchscheinen. Also diese Hefte haben innen noch eine Zwinge, die können vorne also auch nicht einfach aufplatzen. Klar, hinten hätte ich mir jetzt noch so einen Ring gewünscht oder noch so eine Zwinge hinten drauf. Aber das kann man sich entweder selber machen oder wenn man es wirklich kaputt haut, ersetzt man das Heft mal alle 3, 4 Jahre, wenn man viel damit arbeitet. Bei den meisten bleibt es ja auch so, dass sie dann das gar nicht hinten kaputt schlagen. Damit kommt man schon sehr weit. Das ist ein schönes Bucheheft, so mit diesen kantigen Flächen. Die rollen also auch nicht vom Tisch runter. Natürlich haben wir hier so eine kurze Form. Man sieht es schon, dass es die kurze Form ist. Und aber ich meine, damit kann man super arbeiten. Der Stahl ist gut. Du musst es nicht andauernd nachschärfen, ja. Auch wenn du da mal mit raushackst, rausarbeitest. Die Standzeit ist gut, die Arbeitsschärfe entwickelt sich gut. Also da hat man lange Freude daran, auch wenn es jetzt nicht super lange Eisen sind. Dadurch, dass der Stahl sehr gut ist, kannst du damit eben trotzdem gut arbeiten. Und das ist ja auch richtig schön, ja, nach hinten rausgeschliffen. Ja. Das ist für meine Begriffe sehr gut gemacht, dass es eben auch schön weit nach hinten geht. Und du hast da wirklich viel vom Stahl. Ich würde sagen, das ist seinen Preis auch wirklich wert. Der Herr Spangler hat es alles schon auch vorgeschärft. Du kannst damit sofort loslegen. Die sind Rasiermesser scharf. Also ich möchte mich jetzt da hier gar nicht dran schneiden und die am besten auch wieder alle gleich einpacken, dass ich mich nicht verletze. Auf jeden Fall sind die sehr schön geschliffen vom Herrn Spangler. Für den Preis von 296,80 € kriegst du die ohne Rolltasche. Wenn du an weiteren Produkten interessiert bist, ich verlinke natürlich darauf in diesen Shop von Herrn Spangler. Auf jeden Fall findest du das im Link direkt unter dem Video in der Infobox, oben erster Link. Da kannst du zum Beispiel auch solche Klüpfel kaufen, da kannst du schön kontinuierlich mit arbeiten, so für einen Hobbybereich. Sehr gut geeignet, nicht zu schwer, nicht zu leicht, nutzt dich nicht ab. Also du kannst damit dein ganzes Schnitzerleben arbeiten. Kriegst du auch hier so eine schöne Polierpaste und so. Alles rings ums Schnitzen, ringsherum ist wirklich sehr gut aufgestellt. So eine Schutzbrille für das Schleifen und so weiter. Also findest da auch noch weitere Schnitzeisen, natürlich von der Firma Stubai. Wir sind beide davon überzeugt. Wir haben es zusammengestellt. Wenn du noch eine Rolltasche dazu willst, die ist natürlich nicht inklusive. Da passen aber noch 24 Werkzeuge rein. Die ist auch sehr schön verarbeitet aus so einem richtig stabilen, festen Segeltuch hier. Das wäre eben auch sehr gut geeignet für diese Schnitzeisen. Kann man ja mal reinstecken. Das passt also auch schon mal hier sehr gut rein direkt. Das ist super. Also damit kannst du dann auch sicher arbeiten. Das alles schön verstauen. Findest du da alles direkt. Wenn du Interesse hast, ich verlinke dir das entsprechend unterm Video. Jetzt bist natürlich du gefragt, dass du einmal vorbeischaust. Du kannst uns damit gerne unterstützen. Wie gesagt, das ist Werbung. Es kann dir weiterhelfen und ich arbeite selbst mit diesen Werkzeugen, habe immer wieder damit gearbeitet. In verschiedenen Videos kannst du auch Anregungen finden, was du dann eventuell auch nachmachen kannst mit diesen Werkzeugen, die ich selber verwende in den Stichbildern, in den Formen. Hier und da vielleicht mal andere Hersteller, aber insgesamt Stubai bin ich sehr überzeugt und kann das hier wirklich guten Gewissens empfehlen und finde das sehr gut sogar und bin davon überzeugt. Vielleicht hilft dir das weiter. Folge gern dem Link unterm Video. Dann viel Spaß mit diesen Schnitzeisen und bis bald. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn du gerne mit diesen Werkzeugen einmal arbeiten willst, dann kontaktiere mich doch auch gerne. Wir können Termine ausmachen. Wenn du hier mal schnitzen möchtest, einen Kurs durchführen willst, so ein bisschen Bildhauerei einsteigen willst, können wir gerne mit diesen Werkzeugen natürlich arbeiten, dass du mal kennenlernst, so ein Gefühl dafür bekommst. Kannst du auch gerne mal diese Werkzeuge natürlich anschleifen oder das Schärfen üben und so weiter. Also diese ganzen Schnitzarbeiten, wir können das gerne zusammen üben. Ich helfe dir da gerne weiter, musst mich natürlich nur kontaktieren, dann können wir hier gerne Kurse entsprechend auch durchführen. Dafür bin ich natürlich auch da und die ganzen Videos helfen mir auch ein bisschen weiter und ich denke, das ist schon sehr hilfreich und diese Werkzeuge werden dir dann natürlich auch helfen, so eigene Schnitzarbeiten zu produzieren.
In diesem Sinne, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, teile das mit anderen, guck natürlich auch beim Link vorbei, schau da mal vorbei. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du eines Tages mit diesen Werkzeugen arbeitest, vielleicht selber überzeugt bist eines Tages. Folge mir gerne auf Instagram oder Facebook, findest du auch unter dem Video verlinkt das Ganze. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere diesen Kanal, auf den Abonnieren-Button klicken und die Glocke auch aktivieren, dass du keine dieser Videos mehr verpasst und immer zeitnah informiert bist. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß mit deinen Arbeiten. Mach's gut, bis zum Wiedersehen und ciao.